Tief im Westen herrscht dank ihm höchste Fußball-Euphorie Thomas Christiansen. Mit seinem Slalomlauf gegen die Cottbusser düpierte er den Gegner beim 1:0 für Bochum. Gegen die viel zu lässig spielende Lausitzer Abwehr erhöhte Slavo Freier nach 34 Minuten auf 2:0. Bochum vor allem in den Zweikämpfen stärker und mit Christiansen in perfekter Spiellaune beim 3:0. Ab der 45. Minute Cottbus dann in Unterzahl. Zwar schöne Judo-Wurftechnik, aber statt Ippon Sieg Platzverweis für Akrapovic. Bochums Trainer Neuruhr erklärte Hashimian alles ganz genau. Und der Eingewechselte setzte die Anweisungen nach gut einer Stunde Spielzeit zum 4:0 um. Den Schlusspunkt setzte wiederum Christiansen, der mit 5 Treffern nun auch die Torschützenliste anführt. Und nach dem 5:0-Sieg träumt man tief im Westen schon von der Schale.